Freitag 17 Uhr, ich darf Sie zu einem deutschsprachigen Slot im Rahmen der Zero Project Konferenz begrüßen. Mein Name ist Michael Bichler von Zero Project Österreich. Gemeinsam mit meiner Kollegin, Frau Karin Branis-Kastner, werde ich Sie jetzt durch die nächsten 50 Minuten führen. Ich bin langjähriger Personalmanager, Trainer, Unternehmensberater, Coach und gemeinsam mit Karin Branis haben wir vor 3 Jahren hier in Österreich gestartet, mit den Unternehmen in den Dialog zu treten. Was braucht es, um vermehrt Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen? Und wir haben auf 3 Ebenen Aktivitäten begonnen zu starten. Einerseits Unternehmensdialoge, wo wir österreichweit in den Bundesländern mit Unternehmerinnen und Unternehmer in den Dialog treten und diskutieren, was kann man tun, um vermehrt Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Andererseits finanzieren wir einen Sonderpreis im Rahmen des Austrian Leading Company Awards, der Unternehmen, die bereits vorbildhaft Menschen mit Behinderungen beschäftigen, auszeichnet. Und einmal im Jahr dürfen wir eine Pressebeilage produzieren, wo wir das Thema inklusive Beschäftigung in den Mittelpunkt rücken und Unternehmen, die vorbildhaft Menschen mit Behinderungen beschäftigen, vorstellen. Ja, Karin, darf ich dich bitten, dich kurz vorzustellen? Vielen Dank, Michael. Karin Branis-Kastner, Organisations- und Personalentwicklerin. Ich gestalte und organisiere gemeinsam mit dem Michael Pichler in Österreich die Zero Project Unternehmensdialoge, wo wir in allen Bundesländern Stationen machen. Das Thema der laufenden Zero Project Konferenz ist ja die vermehrte Beschäftigung von Menschen mit Behinderung und vor allem Best Practices dazu anzusehen. Und dazu haben wir Unternehmensvertreterinnen in Österreich eingeladen, gemeinsam mit uns das Thema zu diskutieren, was bremst denn heute noch, um vermehrt Menschen mit Behinderung in Unternehmen zu beschäftigen. Wir freuen uns sehr, in diesem Zeitslot Frau Susan Lehmann begrüßen zu dürfen vom Sozialministerium Service. Und sie ist verantwortlich für ein sehr wichtiges und neues Projekt hier in Österreich, nämlich den Betriebsservice, das hier vor einigen Monaten entwickelt wurde und jetzt neu frisch am österreichischen Markt etabliert wird. Wir wollen dieses Betriebsservice heute mit Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertreter einerseits diskutieren, aber auch ausleuchten, was bremst denn Unternehmen nach wie vor, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen. Frau Lehmann, darf ich Sie bitten, sich vorzustellen und vor allem auch dieses neue Service, das sich ja an Unternehmerinnen und Unternehmer richtet, vorzustellen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Susanne Lehmann. Ich bin Mitarbeiterin der Stabsabteilung des Sozialministeriums Service, verantwortlich für das fachliche Management und die bundesweite Koordination und die inhaltliche Weiterentwicklung der Angebote des Netzwerks der beruflichen Assistenzen. Und dazu gehört eben unter anderem auch das ganz neue Angebot, das NEBA Betriebsservice. Vielleicht kurz zum Hintergrund, wie es dazu kam. Wenn man sich anschaut, wie ist die aktuelle Situation, dann war bewusst, es braucht neue Handlungsschritte. Einerseits haben wir mit Fachkräftemangel sehr stark zu tun. Andererseits gibt es noch sehr, sehr viele Unternehmen, die lieber Ausgleichstaxe zahlen, anstatt Menschen mit Behinderungen einzustellen. Nur jeder 5. Betrieb erfüllt aktuell die Beschäftigungspflicht. Und es führt eben dazu, dass der Anteil der arbeitslos behinderten Personen steigt. Im Vergleich zum Vorjahr ist er um rund 15% angestiegen. Und das Ziel soll es eben sein, mehr Menschen mit Behinderung aktiv am Berufsleben teilhaben, dass sie teilhaben können und Unternehmen dabei professionell unterstützt werden. Die Idee war dann, die Arbeitsassistenz weiterzuentwickeln mit einem zusätzlichen Fokus auf die Bedürfnisse der Betriebe. Und im Entwicklungsprozess des Rahmenkonzepts des NEBA-Betriebsservice konnten die Unternehmen ihre Erfahrungen und auch ihre Wünsche mit einfließen lassen, was natürlich ganz wichtig war. Und daraus ist dann das NEBA-Betriebsservice, ein kostenloser Beratungsservice für Unternehmen, entstanden. Es geht um Informations- und Aufklärungsarbeit zum Thema Beschäftigung von Menschen mit Behinderung, aber auch von Menschen mit Beeinträchtigung oder mit Benachteiligung. Der Vorteil dieses Angebots ist, es handelt sich um ein bundesweit einheitliches Serviceangebot,
Es ist eben kein neues Angebot, sondern eine Weiterentwicklung eines Angebots, das auch sich in den Nachbarländern bewährt hat. Die Arbeitsassistenz existiert seit über 25 Jahren. Das heißt, wir haben hier jahrelange Erfahrung zu dieser Thematik und auch ein sehr großes Netzwerk zu den wichtigsten Akteuren und auch Anlaufstellen in diesem Bereich. Und ein großer Vorteil ist auch, dass die Betriebskontakterinnen und Betriebskontakter des Nebenbetriebsservice Mitarbeiter der Arbeitsassistenz sind. Und deren Kollegen haben eben Zugang zu einem großen Pool an erwerbssuchenden Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung. Und die Kollegen der Betriebskontakterin kennen auch die Bewerberinnen und Bewerberinnen sehr gut, was potenzielle neue Arbeitskräfte für die Unternehmen darstellen oder sein könnten. Ja, es geht darum, es den Unternehmen leichter zu machen. Und das Betriebsservice zielt darauf ab, eben einen Ansprechpartner zu haben für die Unternehmen in allen Fragen der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. Eine langjährige Forderung, die immer wieder auch bei den Unternehmensdialogen an uns herangetragen wurde. Wir haben jetzt vor einigen Tagen Vertreterinnen und Vertreter von vier unterschiedlichen Unternehmen befragt, wie denn dieses Service ankommt. Ich kann gleich vorwegnehmen, alle waren sehr, sehr begeistert und angetan, Frau Lehmann. Andererseits auch vertiefend zu diskutieren, was denn noch bremst bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. Am Beginn hat Frau Christina Schneider, sie ist interimistische Geschäftsführerin des Dachverbandes der Nebenorganisationen, dieses Service nochmals kompakt zusammengefasst und hören wir hinein, was die Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertreter dazu zu sagen haben. Und ich bin heute da und darf jetzt einmal sehr kurz und knackig das NEBA-Betriebsservice vorstellen, eine neue Maßnahme in der Reihe der NEBA-Angebote, die die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen unterstützen sollen. Dieses NEBA-Betriebsservice hat seinen offiziellen Start letztes Jahr im Dezember gehabt. Die Ausrollung ist aber bereits im Herbst letzten Jahres erfolgt, die bundesweite Ausrollung. Die konkrete Zielsetzung des NEBA-Betriebsservice ist ein maßgeschneidertes Beratungs- und Serviceangebot für Unternehmen, um Menschen mit Behinderungen einzustellen, beziehungsweise für Unternehmen, die Menschen mit Behinderungen bereits eingestellt haben. Da geht es konkret darum, den Bedürfnissen der Unternehmen Rechnung zu tragen, um diese eben verstärkt als Partner zu gewinnen, damit sie Menschen mit Behinderungen einstellen. Es fängt an beim Recruiting-Prozess, wo man, glaube ich, wirklich ganz offen auch sagen darf, welche Behinderungen man jetzt ausschließen würde, welche Behinderungen aber sehr wohl funktionieren würden, in unserem Fall in den Filialen, bis hin zu den Förderungen, was schaut wirklich aus einer Förderung, ein Mitarbeiter mit Behinderung braucht in unseren Märkten. Also wir bieten genau die gleiche Position oder bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Mitarbeiter mit bestimmten Behinderungen eigentlich die gleichen Tätigkeiten ausführen wie Mitarbeiter ohne Behinderung. Und die sind bei uns wirklich sehr gut in das Team integriert. Also die machen nicht irgendwelche Lagerarbeiten, sondern sind im Geschäft, sind wirklich vor Ort auch teilweise mit Kundenberatung und so weiter. Und brauchen aber trotzdem immer Ansprechpartner, brauchen jemanden, der sich um ihn kümmert. Und von dem her ist natürlich auch immer interessant, wie schaut das aus mit den Förderungen? Und das ist für mich nach wie vor ein Dschungel. Also schon seit Jahren in diesem Thema, aber verstehe ich bis heute nicht, warum in Tirol zum Beispiel die Förderungen nur ein Viertel von dem sind, was sie in Wien sind. Und das ist auch immer bei jeder Einstellung dann eigentlich, geht das so ins Blaue hinein, wie viel Förderung bekommt man und wie lang bekommt man sie. Beim TENS ist es Gott sei Dank so, unsere Geschäftsführerin ist es sehr pro Inklusion. Wir behandeln alle Mitarbeiter mit Behinderung kostenneutral. Das heißt, es ist uns letztendlich dann egal, ob die Förderung da ist oder nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht in jedem Unternehmen so ist. Und also ich hätte auch lieber natürlich Kostenwahrheit und Kostensicherheit.
Ich habe mir zwei Dinge überlegt, die eigentlich geändert werden müssen aus unserer Sicht. Das eine und größte ist, weil wir die Förderungen angesprochen haben, ich glaube, dass wir es brauchen, ein System zu etablieren, dass unsere Lohnverrechnung einem behinderten Menschen mit seinem sozusagen Makel, was auch immer, Einstellschein oder irgendeine Klasse, in das Lohnverrechnungssystem eingibt und alle Förderungen laufen dahinter nach diesen steuerrechtlichen Systemen, die halt dort herrschen. Punkt und aus. Ich weiß nicht, warum das so kompliziert ist und für jede irgendwelche Besonderheit ist. Das muss eigentlich ein Standardsteuersatz sein oder Reduktion sein, wie es bei jedem anderen Menschen von uns passiert. Also ich verstehe die Logik dort dahinter nicht. Und das, glaube ich, ist einer der wichtigsten Aktivitäten, die Sie vielleicht mit dem Steuerrecht, mit der Finanz, mit den ganzen Behörden treiben müssen, sollten für uns. Weil ich glaube nicht, dass es einen Unterschied machen soll, dass die Lohnverrechnung in einer Firma dann jedes Mal die Besonderheiten braucht. Weil das ist sinnlos, meiner Meinung nach, und das ist nicht administrativ aufwendig. Und das Zweite ist, ich glaube, ein großes Thema ist nicht, dass Sie helfen, den Firmen die Mitarbeiter zu lukrieren und die Mitarbeiter einzustellen, sondern ich glaube, Sie haben mehr den Auftrag, die HR-Abteilungen zu schulen, dass die wissen, wie das funktioniert, auf was man Rücksicht nehmen muss, was die Besonderheiten sind, weil wir stellen sonst ja auch Mitarbeiter selbstständig ein. Wir brauchen nicht jemanden, der uns hilft beim Mitarbeiter einstellen, vielleicht irgendein externer Headhunter. Aber sowas Ähnliches erwarte ich mir von Ihnen, dass Sie unsere Leute, weil unsere HR prinzipiell, so groß sie auch immer sind, sind mit diesen Besonderheiten nicht vertraut. Und da braucht es einfach Wissen und Ausbildung. Und dann können die Firmen meiner Meinung nach autark arbeiten in Zukunft. Aus meiner Sicht müsste der Schwerpunkt für Nachbesetzung gesetzt werden und nicht neue Unternehmen suchen. Wir haben an die 100 Arbeitsplätze in den letzten Jahren im blinden und sehbehinderten Bereich verloren, wo die Mitarbeiter einfach nicht in Pension gegangen sind oder in Frühpension gegangen sind und die wurden nicht nachbesetzt. Herausforderungen, also wir sehen das sehr klar, also wir betreuen, ich kann jetzt nicht unterscheiden, Schularbeitsplätze, Studentenarbeitsplätze und echte Arbeitsplätze, das sind bei uns ungefähr 1200 Arbeitsplätze, die wir betreuen österreichweit und wir sehen, dass vor allem in den Arbeitsplätzen die Komplexität massiv steigt, also diese einfachen Telefonistenarbeitsplätze, wo es früher sehr, sehr viele bei Blinde und Sehbehinderte gab, die brechen praktisch alle weg. Die werden entweder Callcenter-Agents oder müssen andere hochwertige Aufgaben übernehmen und brauchen damit mehr Technologie. Das ist einmal das eine. Das zweite ist die Zeit, bis man Hilfsmittel finanziert kriegt. Das ist bundesweit sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben in Wien Fälle, wenn alles gut geht, dauert es 2-3 Monate, was schon viel zu lange ist. Wir haben aber auch Fälle, wo man über ein Jahr auf die Bewilligung warten, wo wir teilweise das Unternehmen in Vorleistung treten, um den Arbeitsplatz des Behinderten nicht zu gefährden. Weil wir ja vor allem von Hebeln sprechen oder auch adressieren, was können Hebel für Unternehmen sein, um hier aktiver zu werden? Es ist das Thema Förderungen ganz stark jetzt bei uns auch in der Diskussion. Ich kann nur ein Bild von uns geben. Wir haben die Situation, dass wir gerne und auch das Potenzial in Österreich wirklich wachsen zu können. Das heißt, in verschiedensten Bundesländern AfB-Standorte gründen. Wir sind jetzt in Kärnten und in Wien. Massiv unser Vorhaben in Oberösterreich, der Michi weiß das. Was es in Österreich gar nicht gibt, aber ich weiß, das ist natürlich immer der Wunsch nach Förderungen, ja, aber im Vergleich zu anderen Ländern bis zur Slowakei, wo wir 2019 einen Standort gegründet haben, beispielsweise keine Initialförderung oder so eine erste Investförderung für Unternehmen, die Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung schaffen. Also wirklich im großen Stil. Anderer ganz wichtiger Punkt ist Awareness. Wir werden, und darum hat mir auch gut gefallen, das Statement von Dance Biomarkt, ist ganz wichtig. Ja, auch wir stellen nicht nur Menschen mit Behinderung im Lager ein als Hilfsmitarbeiter. Wir haben sie in allen Bereichen von Vertrieb, im Top-Management, in der Beratung, in der Entwicklung, aber auch natürlich in der Administration, Verwaltung, Lager beschäftigt. Unsere Erfahrung ist, das sind tolle Mitarbeiter, das sind keine
Mitarbeiter, die schlechter sind wie andere oder weniger Leistung bringen, das, was es im Unternehmen braucht. Und hier kann ganz klar der Ansatzpunkt sein, der auch vorher erwähnt ist, eh vom Takeda, also vom Herrn Nagel, wo er sagt, helft es im HR-Bereich oder diese Awareness-Schaffung, so quasi, es ist kein Nachteil, sondern wir nützen Potenzial. Frau Schneider, genau das, was Frau Schmidt jetzt gesagt hat, diese Awareness. Also ich habe bei uns im Unternehmen 450 Mitarbeiter im Verkauf und in Wirklichkeit arbeiten diese Leute dann, betreiben ja genau diese Leute dann Inklusion und die müssen verstehen oder sollen verstehen, ja, was bedeutet das, wenn ich mit einem, wenn einer von meinen Teamkollegen ein behinderter Mensch ist. Das, was wir noch nie gehabt haben ja, was aber schön wäre, wäre mal so Workshops für Mitarbeiter. Ich würde es wirklich an den beiden Punkten festmachen. Das eine ist eben dieser administrative Aufwand, das Fördermanagement, keine Fristen zu verpassen, zu wissen, was kommt jetzt administrativ auf mich zu. Und das Zweite ist eben wirklich die Unterstützung bei der Integration oder bei der Inklusion. In unserem Fall, wir sind halt ein filialisierter Betrieb, aber dass man einfach die Möglichkeit hat, wirklich, dass ein Profi, jemand, der da ganz fit ist in diesem Thema, mit den Mitarbeitern spricht und mit den Teams spricht. Was bedeutet das, wenn jetzt ein Mensch mit Behinderung bei euch arbeitet? Inwieweit muss man da Rücksicht nehmen? Was kann aber auch ein Vorteil sein? Warum ist das einfach ein wichtiger Punkt? Als Hebel auch für Unternehmen möglicherweise zu sagen, nachzudenken, ob man eine Zertifizierung für Unternehmen für Barrierefreiheit. Ja, ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, ich komme also aus dem Marketing-Kommunikationsbereich, war in vielen Konzernen, wann immer es Zertifizierungen mit einem tollen Logo oder was auch immer gab, schmückt sich ein Unternehmen gern, sagt ganz stolz, wir sind zertifiziert, wir sind ein barrierefreies Unternehmen. Also in die Richtung vielleicht nachdenken. Ein zweites Thema, was festgestellt wurde, was es vielleicht ein bisschen noch wenig gibt, Studien zu initiieren. Studien natürlich immer geldaufwendig, aber hier denke ich, kann es Mittel aus unterschiedlichsten Quellen geben, weil ein massives Interesse auch hier ist von unterschiedlichsten Institutionen, um valide Zahlen zu bekommen, Vorteile oder Potenziale zur Beschäftigung Menschen mit Behinderung. Ja, ist ein langer Weg, aber ein sehr starker öffentlichkeitswirksamer Weg auch, der in der Diskussion eingebracht wird. Und ein dritter, das ist ein ganz simples, nettes, ich würde es jetzt Marketinginstrument vielleicht nennen, was man sich überlegen kann. Und das höre ich raus bei Takeda, das höre ich raus bei Dens Biomarkt. Und ich kann sagen, wir würden uns da genauso mit anschließen. Testimonials aus dem Unternehmen, die Menschen mit Behinderung beschäftigen oder von, wenn sie die Berührungsängste nicht haben. Und Christian Sedow, ich kann mich gut erinnern an lange, viele Gespräche, die wir geführt haben. Und ich unterstreiche das dreimal, wenn bei uns in den Betrieb jemand kommt und das sieht, die sind motiviert. Ja. Journalisten fragen uns an, dürfen wir jemanden interviewen bei euch, der eine Beeinträchtigung hat? Was motiviert ihn im Unternehmen? Also sowas ist auch eine Möglichkeit, um pro Stimmung zu schaffen, weil ich denke, wir müssten vielleicht unser Wording, unsere Stimmungen auch in Österreich ganz stark ein bisschen weg. Na, schaffen wir halt Arbeitsplätze irgendwie auch für diese Randgruppe hinzu. Nutzen wir diese Stärken, lassen wir, ich kann mich erinnern, Martin Essel hat in der Dialogrunde gesagt, wir lassen 15% am Arbeitsmarkt, der Menschen am Arbeitsmarkt liegen, wenn wir dieses Potenzial nicht aufbringen. Also gehen wir in ein Wording, in eine Kommunikation über die Stärken, über die Potenziale. Ich bin im Einzelhandel gut vernetzt und bekomme es immer wieder mit, dass sich ganz, ganz viele Unternehmen überhaupt nicht mit diesem Thema beschäftigen. Und Inklusion, das ist wie ein Fremdwort. Und das wäre schön, wenn sich das einfach in den nächsten Jahren so entwickelt, dass es wirklich ein No-Go ist, wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt und es nicht
und keine Inklusion betreibt. Das wäre schön, wenn man da wahrscheinlich auch medial einfach mehr macht und das ganze Thema eine lautere Stimme bekommt und dass es einfach nicht mehr vorkommt, dass ja, Unternehmen das als komplett ausschließen und sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben. Da gibt es halt wirklich offenbar noch sehr, sehr viele. Wir koordinieren, wir verbinden, wir vernetzen, wir holen rein, wir lassen uns auch gern Inputs geben. Dann bitte feel free, jederzeit gerne ja, ist ein ganz wichtiges Thema. Uns als, ich sage jetzt einmal doch, Firma, die mit Behinderten permanent zu tun hat, es passiert ist, dass ein einziger Arbeitnehmer nicht als behindert angestellt wurde und wir jetzt bei einer Steuerprüfung draufgekommen sind, was natürlich nett war, weil wir haben jetzt 5.000, 6.000 Euro zurückgekriegt. Aber hätten wir die Steuerprüfung nicht gehabt, dann würden wir nach wie vor irgendwie Kommunalsteuer und diese ganzen Dinge zahlen. Ja. Und dass das selbst Firmen passiert, wie uns, ist, zeigt eigentlich, dass das eigentlich in eine Lohnverrechnungssoftware oder was auch immer reinkehrt. Das sind 15-18% der österreichischen Bevölkerung. Das heißt, wir können und dürfen die Augen so gar nicht zumachen. Das ist eine Riesengruppe und wir brauchen jeden Einzelnen als Arbeitskraft in unseren Prozessen. Und das, wir werden sehen, dass die Digitalisierung und die Zukunft sogar die Menschen mit Behinderung durchaus in den Vordergrund stellt. Also gerade wird sie deutlich effizienter sind für gewisse Tätigkeiten wie jeder Nichtbehinderte in dem Bereich. Und das Zweite, es muss einfach und es muss sein fürs Unternehmen. Sobald es einfach und angstlos ist, läuft es automatisch. Ja, wir haben jetzt das Video gesehen mit 4 Unternehmensvertreterinnen, die ja bereits sehr, sehr viele Erfahrungen haben in der Einstellung von Menschen mit Behinderungen. Sie waren schlichtweg begeistert von dem neuen Service. Wir haben ja das ganz kurz vorgestellt. Vielleicht, liebe Frau Lehmann, fassen Sie noch einmal ganz, ganz konkret zusammen. Was können Unternehmerinnen jetzt vom neuen Betriebsservice erwarten? Ja, die Mitarbeiterinnen des NEBA-Betriebsservice, sie vermitteln den Unternehmen Kenntnisse über soziale, aber auch wirtschaftliche Vorteile, wenn sie Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung einstellen. Die sozialen Vorteile sind unter anderem besseres Betriebsklima, besseres Betriebsimage, aber auch, dass die Unternehmen sich als Vorzeigeunternehmen positionieren können. Und die wirtschaftlichen Vorteile können Kostensenkungen sein durch Förderung, Abgaben und Steuervorteile. Aber eigentlich das Allerwichtigste auch noch ist, dass die Unternehmen eine Ansprechperson haben, die das Unternehmen beim Thema Arbeit und Beschäftigung entlastet. Das heißt, die Betriebskontakterinnen und Kontakte, aber auch die Key-Account-Managerinnen und Key-Account-Manager kennen sich mit der Vielfalt an Förderungen und Assistenzleistungen aus und unterstützen diese Unternehmen auch bei der Antragstellung. Sie sensibilisieren die Mitarbeiter durch Vorträge und Workshops bei Bedarf, wenn Unternehmen so etwas wünschen. Und man muss auch bedenken, es gibt verschiedene Phasen eines Dienstverhältnisses, in denen die Mitarbeiterinnen des Betriebsservice unterstützen können. Einerseits zu Beginn beim Einstellen oder beim Erstellen eines Stellenprofils und auch der Vorauswahl von geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern. Während eines laufenden Dienstverhältnisses können Assistenzleistungen organisiert werden, zum Beispiel Berufsausbildungsassistenz, Jobcoaching oder auch Arbeitsassistenzdienstleistungen. Bei der Beendigung eines Dienstverhältnisses bietet das NEBA-Betriebsservice Beratung und Coaching, aber können auch unterstützen bei der Nachbesetzung. Also es ist sehr umfangreich und je nach Bedarf, was die Unternehmen gerade brauchen und wünschen, kann individuell etwas angeboten werden. Das heißt, eine kurze Nachfrage, entschuldige Michael. Kommen Sie auch auf die Unternehmen zu oder ist das letztendlich, kommen die Unternehmen auf Sie zu durch Werbemaßnahmen und so weiter oder gibt es auch eine Möglichkeit für Sie, Unternehmen direkt anzusprechen? Es gibt beide Möglichkeiten. Einerseits natürlich gibt es momentan auch viel Werbeaktion, viel Öffentlichkeitsarbeit, wodurch die Unternehmen davon erfahren und sich aktiv auch melden können und auch sollen, wenn sie Bedarf haben. Aber im Gegenzug kann es natürlich auch sein, dass
Betriebskontakterin oder Key Account Managerin, Key Account Manager aktiv auf die Unternehmen zugehen. Also es wird unterschiedlich sein. Vielleicht auch bei Veranstaltungen, dass man in Gespräche kommt, bei Vernetzungen und sich dadurch etwas ergibt. Genau. Jetzt hat es sich wunderbar angehört, dass praktisch der Unternehmer oder der Personalmanager eben eine Ansprechperson hat. Das ist ja, hört sich ein bisschen an wie nach dem Wunderwutzi, der jetzt dann zu allen Themen eine Antwort wissen sollte. Oder ist es eher so zu verstehen, dass das die Drehscheibe ist, das ist derjenige, der sich dann auch wirklich darum kümmert, um die Anliegen der Unternehmer und die entsprechend auch zusammen vernetzt. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, es sind Mitarbeiter, die jahrelange Erfahrung in diesem Bereich haben, also die zuvor schon Mitarbeiterinnen oder oftmals Mitarbeiter der Arbeitsassistenz waren und natürlich auch schon viel zu diesem Thema wissen, dort auch viel beraten können, aber auch Kontakte haben zu den wichtigsten Akteuren. Das heißt, sie können beraten zu Antragstellungsverfahren, oder auch können Adressen weiterleiten, Kontakte herstellen. Das heißt, auch zu diesen Themen, wenn es etwas Spezielles bräuchte, können Sie sich natürlich vorbereiten oder etwas Spezielles dann anbieten, wie zum Beispiel Workshops oder Schulungen. Das ist ganz individuell. Aber man wird sich natürlich auch unter den Kollegen austauschen, wer für was mehr spezifisch Ansprechpartner wäre. Worauf haben Sie da bei der Auswahl der Betriebskontakte speziell geachtet, also das fachliche Know-how? Habe ich jetzt schon herausgehört, gibt es darüber hinaus Anforderungskriterien, auf die Sie besonders geschaut haben? Ja, also die Betriebskontakte, wie schon gesagt, sie sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsassistenz. Somit wurden sie von den Projektleitungen der Arbeitsassistenz ausgewählt. Und der Vorteil ist, sie waren zuvor schon tätig in diesem Bereich. Sie haben Erfahrung in der Klienten- und in der unternehmenszentrierten Beratung, aber sie haben auch Kenntnisse über die vielfältige Zielgruppe. Es gibt eben nicht nur die begünstigt behinderten Personen, die im Unternehmen Unterstützung bekommen, sondern es gibt auch Personen mit Behindertenpass, die nicht begünstigt behindert sind. Oder es gibt auch Menschen mit einem Grad der Behinderung ab 30% und jene, die diesen gleichgestellt sind oder psychisch beeinträchtigte Personen oder auch benachteiligte oder beeinträchtigte Lehrstellen suchende Jugendliche. Und genau darum geht es auch, was genau ist die Zielgruppe und was braucht diese Zielgruppe auch. Also eher dieses Feingefühl und diese Erfahrung aus den Jahren zuvor, die sie schon sammeln konnten. Frau Demann, Sie haben Schulungen angesprochen. Das waren ja auch Forderungen sowohl von Herrn Hugel als auch von der Frau Nagy. Im Video haben wir die gehört. Es gibt natürlich große Unternehmen, die sich das extern, die Schulungsinstitute haben, auf die sie zugehen und wo sie, die sich das extern einkaufen können. Aber es gibt natürlich auch viele, viele kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die diese Leistung gern auch vom Betriebskontakter-Service in Anspruch nehmen würden. Wie sehen denn die Schulungen derzeit aus und könnten Sie sich auch vorstellen, darüber hinaus etwas anzubieten? Einerseits für die Personalabteilungen, aber andererseits auch für die Mitarbeiterinnen, die mit künftig mit behinderten Kolleginnen zusammenarbeiten sollen. Ja, genau, bei diesen, also das kann man in Form von Workshops oder von Vorträgen oder auch von Arbeitsgruppen oder Vernetzungen organisieren. Da geht es eher um Impulse setzen. Die Themen, die sollten sich aber wirklich orientieren an die Bedürfnisse der Unternehmen. Das heißt, es wird im Vorfeld ein Beratungsgespräch geben. Was braucht das Unternehmen? Geht es jetzt nur speziell um Beratung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Personalabteilung oder geht es jetzt wirklich um die Mitarbeiter direkt in einer Abteilung, die direkt mit den Menschen mit Beeinträchtigungen zusammenarbeiten und einfach etwas darüber erfahren möchten, wie auf was müssen sie achten, was wäre wichtig? Eine ganz wesentliche Forderung eben in dieser Diskussion war ja, wir brauchen mehr Awareness für das Thema. Führungskräfte müssen verstehen, worum es da geht, dass das nicht nur ein Sozialthema ist, sondern dass es am Ende des Tages auch eine Haltung ist, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen und ihnen eine ehrliche Chance auch zu geben. Und ja, so Schulungsangebote, die über die Betriebskontakte auch eingefädelt werden, würden da sicherlich enorm helfen. Wo steht denn das Projekt insgesamt? Das hat ja jetzt gerade erst gestartet, oder?
Genau, der offizielle Start, der war am 9. Dezember, das heißt vor circa 2 Monaten. Sind also ganz Und aktuell, wie man sieht. ganz aktuell, und wir befinden uns jetzt für circa ein Jahr in der Pilotphase. Das heißt, das Projekt wird begleitend evaluiert und die Evaluationsergebnisse, die werden dann zeigen, ob sich das Nebenbetriebsservice bewährt hat oder ob es auch strukturelle Anpassungen braucht, wie es in Zukunft, was die Unternehmen brauchen und wie man dort beraten kann, das Angebot gestalten kann. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was Sie als Projektverantwortliche sich von den Unternehmen erwarten, in dem Zusammenhang. Ja, was heißt erwarten? Ich würde mir ein ehrliches Feedback wünschen. Im Rahmen der Evaluation werden auch Feedbackbögen den Unternehmen überreicht. Also sie haben die Möglichkeit, Feedback zu geben. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, für uns zu erfahren, ob dieses Angebot den Bedürfnissen der Unternehmen entspricht. Dass sie wirklich offen sagen, was sie vom Betriebsservice benötigen, damit es funktionieren kann, aber was es auch in Zukunft braucht, auch nach der Evaluierungsphase, um die Hürden vor und während der Einstellung eines Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung zu minimieren. Ein ganz, ganz großer Themenblock, was hindert, ist der große Block Förderungen. Karin, da haben wir einige Fragen an Sie auch von Ihren Ja, Kollegen. zum Thema Förderungen ist das große Stichwort ist Vereinfachung. Sie haben ja schon gesagt, die Antragstellung, die ja derzeit eher kompliziert ist für Unternehmen, und Michael, du hast aus deiner Erfahrung auch darüber berichtet, die soll eine Vereinfachung erfahren, weil die Betriebskontakte eine der Aufgaben der Betriebskontakte auch sein soll, bei den Antragstellungen zu unterstützen. Wie kompliziert wird es denn in Zukunft noch sein für Unternehmen? Ja, natürlich wäre es wünschenswert, wenn es ein einheitliches System gäbe, wo man einfach nur etwas eintragen kann und man erfährt sofort, was sind meine steuerlichen Vorteile als Unternehmensmitarbeiter. Aber die Herausforderung des Ganzen ist, dass man wirklich sehr viel wissen muss über die Zielgruppe. Einerseits gibt es manchmal Mitarbeiter in einem Unternehmen, die selber gar nicht wissen, dass sie begünstigbar behindert sind oder wären, also einen Antrag auf ein Feststellungsbescheid stellen könnten. Da braucht es so ein bisschen Feingefühl in der Zielgruppe, auch in der Beratung der Mitarbeiter. Und man darf auch nicht vergessen, neben den Abgaben und Steuervorteilen gibt es auch sehr viele oder zahlreiche Förderungen. Und die hängen eben auch davon ab, welche Zielgruppe wird angesprochen. Es gibt auch viele Förderungen eben für Menschen mit Beeinträchtigungen, die jetzt kein Feststellungsbescheid haben, also nicht begünstigt behindert sind oder auch Assistenzleistungen in Anspruch nehmen können. Also man muss sich genau anschauen, was die Zielgruppe, welches Dienstverhältnis ist vorhanden, aus welchem Fördertopf kommt die Förderung. Und daraus ergeben sich dann ganz individuelle Förderkonstellationen. Das heißt, dieses Thema wird vermutlich immer komplex bleiben. Es wäre natürlich schön, wenn man es so vereinfachen könnte. Aber da bräuchte es auch jemand dafür, der sich genau gut auskennt. Also wenn es ein System gäbe, wo man nur was eintragen kann, gibt es auch viele Felder. Man muss wissen, genau was klicke ich an. Und da das Wissen, das Feingefühl über die Zielgruppe haben. Also es braucht wirklich professionelles und erfahrenes Personal, das sich mit der Zielgruppe, mit der Vielfalt an Förderungen auskennt. Zu Beginn wird es natürlich, oder vermute ich, wird es so sein, dass viele Unternehmen die Beratung dadurch beim Betriebsservice suchen. Und je intensiver die Beratung läuft, desto besser kennen sich dann irgendwann auch die Mitarbeiter in den Unternehmen aus und werden darin dann auch sicherer. Und vielleicht wird es sich dadurch dann vereinfachen. Wir sind auch dazu im Gespräch mit einer großen Wirtschaftsberatungsagentur, wo wir in den nächsten Monaten gerne diskutieren möchten, auch vielleicht mit Ihnen gemeinsam, wie man das steuerlich noch mehr vereinfachen kann für Unternehmen, sodass Unternehmer wirklich das Gefühl haben, das braucht nicht 10-mal so viel Aufwand wie für einen Mitarbeiter ohne Behinderung, sondern das ist genau der gleiche Aufwand wie für eine Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin mit Behinderung. Ja, ich glaube, es sind zwei Aspekte, also die Verarbeitung, die Verrechnung, die Prozesse dahinter, das, was die Karin jetzt angesprochen hat, aber auch das, was Sie angesprochen haben, Frau Lehmann, am Beginn, wenn man als Unternehmer sich entscheidet, diesen Weg zu gehen, dass man als Entscheider
ein bisschen ein Gefühl bekommt, ja, was gibt es an Förderungen, was erspare ich mir an Ausgleichstags etc. Und da würde ich mir schon wünschen, Betriebskontakte, die mir eine Idee davon vermitteln können, jetzt in einen konkreten Fall und so auch motivieren zu sagen, okay, ich gehe diesen ersten Schritt. Ja. Und dann danach natürlich die Vereinfachung, das wäre ein ganz großer Wunsch. Wir haben es gehört in der Diskussion, dass die Verrechnung von Menschen mit Behinderungen also wesentlich mehr Arbeit verursacht und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, würde ich mal sagen. Genau. Ein weiterer großer Wunsch, weil wir gerade zu den Wünschen von dem vorher gesehenen Video auch kommen, ist eine sogenannte Zertifizierung für Barrierefreiheit, aber auch für Unternehmen, die selbstverständlich Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Und wir hatten Montag eine Veranstaltung im Parlament. Die Essel Foundation hat diese Veranstaltung initiiert mit dem Parlamentspräsidenten, der erfreulicherweise auch darüber gesprochen hat, dass er sich eine Zertifizierung gut vorstellen kann für Betriebe. Was sagen Sie dazu, Frau Lehmann, von Ihrer Seite? Ja, das sind sehr gute Ideen. Ich denke auch, dass es genau das braucht, dass die Unternehmen motiviert sind, Menschen mit Beeinträchtigungen einzustellen. Und ja, es geht auch darum, das auch nach außen öffentlich zu machen, auch zu zeigen, in Form entweder von eigenen Websites oder auch, vielleicht wird es auch in Zukunft, oder es ist zumindest auch der Plan, dass es fürs Betriebsservice eine eigene Website geben soll, wo es dann auch Informationen geben wird, welche Veranstaltungen in welchen Bundesländern speziell geplant sind. Und dort können natürlich dann auch die Betriebe genannt werden, die bei den Veranstaltungen mit involviert sind, auch Vorträge dazu halten und eben auch Menschen mit Beeinträchtigungen einstellen. Also es geht, denke ich, auch wirklich viel um Öffentlichkeitsarbeit. Das kommt der Frage auch zugute, die gekommen ist, ob man nicht Testimonials mehr vor den Vorhang holen kann. Und da darf ich jetzt Werbung in eigener Sache machen. Zero Project hat ja einen eigenen YouTube-Kanal. Und wir haben schon sehr, sehr viele Unternehmerinnen, die gefragt wurden, was denn ihr Vorteil ist. Der unternehmerische Vorteil, der Vorteil fürs Unternehmen, wenn Sie Menschen mit Behinderung beschäftigen. Und bitte einen Blick auf unseren YouTube-Kanal zu machen, wenn man sich dazu inspirieren lassen möchte. Michael. Ja, ich möchte nochmals zusammenfassen, was bremst Unternehmen noch bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. Wir hoffen, dass das jetzt wirklich besser wird. Auch oder gerade jetzt, wo wir durch die Pandemie gezwungen sind, eben auch vermehrt digital und online unterwegs zu sein, dass wir Menschen mit Behinderungen auch eine tatsächliche Chance geben, in unseren Unternehmen am Wertschöpfungsprozess mitzuarbeiten. Und ich glaube, das haben wir jetzt noch ein wenig zu wenig ausgeleuchtet. Diese Pandemie hat uns auch vermehrt Homeoffice gebracht und auch hier gibt es sicherlich vermehrt Möglichkeiten, Menschen mit Behinderung in Beschäftigung zu bringen und viele Gruppen können da sicher enorm profitieren. Mobilitätseingeschränkte Menschen berichten mir, dass sie jetzt im Homeoffice wesentlich weniger Aufwände haben, um auf einen Arbeitsplatz zu kommen, sondern sie können von zu Hause aus am Wertschöpfungsprozess mitwirken und das bringt sicher auch Vorteile mit sich. Und ja, wir hoffen, dass dieses Betriebsservice, Frau Lehmann, hier wirklich im großen Stil neue Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen generiert. Das ist ja am Ende des Tages die Zielsetzung. Dass sich Unternehmerinnen und Unternehmer leichter tun bei der Abwicklung aller Dinge, die so rundherum damit verbunden sind. Das wäre unser ganz, ganz großer Wunsch, dass dass die Förderungen einfacher zu generieren sind, schneller auch die Entscheidungen getroffen werden. Herr Gruber hat es in dem Video auch skizziert, dass manche Förderanträge unglaublich lange brauchen, bis sie bewilligt werden. Also das ist sicher eine Drehscheibe, an der wir noch ganz, ganz intensiv drehen müssen. Aber das Allerwichtigste ist Awareness. Wir müssen die Grenzen
in den Köpfen der Entscheider auch abbauen. Wir müssen Mut machen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und die Ängste, die Mythen, die dahinter stecken, versuchen abzubauen. Und ja, wir als Zero Project sind hier gerne, gerne bereit, hier mitzuhelfen und wünschen diesem neuen Betriebsservice alles, alles Gute. Wann immer hier Unterstützung benötigt wird, Frau Lehmann, können Sie auf uns zählen. Und, vielen Dank. Karin, möchtest du noch abschließend den Wunsch, diesen neuen Service mitgeben? Alles, alles Gute, dem Betriebsservice. Und ich freue mich, wenn in vielen, vielen Köpfen von Unternehmerinnen, die sich noch nicht getraut haben, Menschen mit Behinderung anzustellen, ganz bald alle Vorteile bewusst werden, die nämlich auch jene Unternehmen sehen, die Menschen mit Behinderung bereits beschäftigen. Dankeschön. Ja. Ich danke ebenso. Danke, Frau Lehmann, dass Sie gekommen sind und ich danke allen, die hier in diesem Slot zugeschaut haben. Und ja, es geht jetzt ins große Finale der Zero Project Konferenz mit dem feierlichen Abschluss. Alles Gute noch, schönes Wochenende.